schon wieder die halbe Woche um. Richtig, Trax, hast du völlig recht. Und deswegen halten wir uns überhaupt nicht lange auf. Wieso? Weil du sonst wieder Blödsinn redest. Ich doch nicht. Keine Grundsatzdiskussionen mit Trax, da kann man nur verlieren. Also wir starten einfach jetzt in das Arbeitspensum vom Mittwoch. Wie immer auch am Mittwoch beginnen wir mit dem Trax-Buch Teil B. Außer du willst es später machen, dann musst du dir diesen Teil des Videos halt später anschauen. Und wir landen auf Seite 104. Die Nummer 1 lassen wir jetzt in dem Fall eher aus. Da müsste ich euch wirklich an der Tafel was erklären und nicht nur im Buch. Also wir machen einfach hier 5 mal 8, einmal 8 und da haben wir eine Plusaufgabe. Das heißt, hier auch die Ergebnisse zusammen ergeben dann 6 mal 8. Schauen wir, ob wir es hinbekommen. 5 mal 8 ist... Gut. 1 mal 8 ist... Naja, das war klar. Und 40 plus 8 ist... Bravo, 48. So, wenn ich jetzt die 4 mal 8 haben möchte, werden wir vielleicht eine Minusaufgabe nehmen. Welche würde denn da passen? 6 minus 2? Ja, würde passen, aber macht es Sinn? Wie wäre es mit 5 minus 1? 5 mal 8 haben wir schon daneben stehen, ist klar. 1 mal 8 und hier auch minus 40 minus 8 ist... Bravo. Also ich glaube, diese Dinge schaffst du. Tauschaufgaben kennen wir auch schon, haben wir bei der 9er Reihe gestern gehabt, also vorgestern. Und so weiter. Hier haben wir dann 8 mal 7. Und da, oh, da müssen wir erstmal wissen, was gehört daher. Wie viel mal passt 9 in 27? Gut so, 3 mal 9 und jetzt kann ich die Tauschaufgabe bilden. Verdoppeln und halbieren. Diese Übung dürft ihr auslassen, dass es nicht zu viel wird. Und die Tabelle ist einfach eine Wiederholung der 5er und der 2er Reihe. Von oben nach unten heißt es mal. 2 mal 5 ist 10. Von unten nach oben heißt es 10 dividiert durch 5. 10 geteilt durch 5 ist 2. Wie viel mal 5 ist 45? Das müsstest du jetzt dann hier eintragen. Es ist 9. Also du siehst, die Zahlen oben sind natürlich kleiner. Hier unten haben wir verdoppeln und halbieren. Von oben nach unten ist es doppelt so viel. Von unten nach oben ist es die Hälfte. Schauen wir mal, das Doppelte von 4 ist, gut, die Hälfte von 18 ist 9 und so weiter. Ich glaube auch, dass das dir keine großen Probleme bereiten sollte. Dazu passend haben wir im Arbeitsheft die Seite 69. Jetzt müssen wir mal Sätzchen finden, die zu 6 passen. 2 mal 3 und 3 mal 2 steht schon hier. Dass es immer 6 ist, kann ich dir auch verraten. So, aber was jetzt? In welche Malreihe passt der 6er noch? Aha, die 6er-Reihe. Welches Malsätzchen der 6er-Reihe? 1 mal 6 ist 6. Und natürlich wieder... Umkehren auf 6 mal 1 ist 6. Die 12. Schauen wir mal. 12 passt in welche Malreihen? Passt das in die 1er-Reihe? Hey, Kinder, die 1er-Reihe ist bei 10 aus. 10 mal 1 ist 10. Also, schauen wir mal die 2er-Reihe an. Wie viel mal 2 ist denn 12? Gut, das ist 6 mal 2 ist 12. Und daher automatisch auch
2 mal 6 ist 12. Denn bei der Malaufgabe, weißt du jetzt schon, darfst du vertauschen. So, aber welche Malsätzchen passen noch zu 12? Was habe ich da gehört? Dreierreihe? Okay, wir probieren es mal. Wie viel mal 3 ist denn 12? Okay, ich habe es jetzt endlich gehört. 4 mal 3 und daher darf ich wieder vertauschen. Aber mehr mache ich jetzt nicht mit dir gemeinsam. Da musst du jetzt selber durch. Hier sollst du die Tauschaufgabe und die Umkehraufgabe machen und die Ergebnisfelder anmalen. Du siehst schon, 2 mal 9 ist auch 18 und das wird hier angemalt. Hier hast du 2 mal 9, 9 mal 2. Ja, das ist diese Maltafel. Nummer 3. Alle Ergebnisse, die 24 ergeben, bekommen gelbe Farbe. Alle Ergebnisse, die 36 ergeben, bekommen rote. Alle Ergebnisse der Rechnungen, die hier stehen, die 18 ergeben, bekommen grün. Alle Ergebnisse mit 8 bekommen blau. Und alle mit 9 bekommen braun. In diesem Sinne, viel Spaß. So, heute am Mittwoch. Sprachbuch Teil B, Seite 47. Ich hoffe, du hast es schon vorbereitet. Und heute geht's mal ums Briefe schreiben. Das sollten wir langsam, aber sicher wirklich tun. Und wenn ihr dann wieder in der Klasse sitzen dürft, endlich, dann werden wir einmal so eine richtige Briefschreibstunde machen, wo du eine Stunde lang Briefe an andere Kinder in der Klasse schreiben darfst. Freu dich schon drauf. So. Hier haben wir einmal einen Brief zu lesen und diesen Brief, der beinhaltet einige Fragen. Ich weiß, das stört hier, aber das ist leider am Computerbild drauf, dass niemand dieses anderweitig verwendet, als der Verlag es erlaubt. Den Brief mal lesen. Und dann einen Antwortbrief schreiben und diese Wortgruppen oder Wörter kannst du sehr gut in einem Antwortbrief verwenden. Streng dich an, ich freue mich schon, wenn du wieder in die Klasse kommst, deine Briefe im Heft zu lesen. Auch auf der Seite 60 im Arbeitsheft haben wir etwas mit Briefschreiben und hier gibt es wieder einen zu lesen, aber du sollst hier darauf kommen, dass da nicht alles stimmt. Das heißt, dieser Brief ist ein bisschen verhext. Und hier stehen dann die Wörter, die eigentlich viel besser hineinpassen. Oder würdest du deine Freundin mit böse Eva anreden? Ich glaube nicht. Da kommt doch schon sicher eines dieser Wörter hinein. In der Nummer 3 darfst du schon mal einen Brief schreiben, ganz alleine, was dir immer einfällt, aber du kannst, falls du keine Idee hast, hier eine nehmen. Entweder von einem Ausflug in den Zoo erzählen, von dem wir ja momentan leider nur träumen können, weil der Zoo geschlossen ist, weil das so festgesetzt wurde. Oder aber etwas besonders Lustiges, da fällt dir sicher was ein, oder etwas Aufregendes, oder mit wem du irgendetwas Tolles unternommen hast. Also, ich freue mich auch auf diesen Brief. Hey, Trax, cooles Outfit heute. Aber ich sehe nichts. Kein Wunder, wenn du die Mütze über die Augen gezogen hast. Ist jetzt besser? Sicher! Na gut, Trax, dann können wir die Kinder, glaube ich, für heute Nachmittag wieder in die Freizeit entlassen. Würdest du das auch tun? Ja, okay. Wie wär's mit deiner Verbeugung?